dass sich das Fell von meiner Phoebe verändert hat, hab schon ich direkt nach 2 Wochen gesehen. Jetzt sieht sie viel jünger aus. Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder die Beantwortung einer Zuschauerfrage. Und die Frage kommt von Klaus. Und Klaus ist, glaube ich, auch gerade dabei, sich richtig mit dem Koi-Virus zu infizieren. Und er schreibt, hallo Martin, möchte in meinem Filterhaus ein Haarbecken bauen, um ca. 15 Fische aufzuziehen. Wie viele Liter soll das haben? Freue mich über eine Antwort. Klaus aus Köln. Haarbecken heißt sicherlich Hälterungsbecken. Ja, das ist eine gute Frage. Wie groß sollte das Becken sein? Da stellt sich natürlich zunächst mal die Frage, wie groß sind die Koi, wenn sie klein reingehen? Und wie groß sollten sie sein, wenn dann die Aufzucht im Hälterungsbecken abgeschlossen ist? Aber ich sage mal, für 15 Fische, ich sage mal, 3 Fische pro Kubikmeter kann man normalerweise problemlos in der Innenanlage großziehen. Da ist natürlich Voraussetzung, dass die Filteranlage groß genug ist. Da würde ich dann auf jeden Fall auch weg von den 10% Biofiltergröße gehen, würde eher auf 20% gehen, so wie wir das hier auch haben. Und ich würde auch weggehen von der Umwälzleistung von einmal pro Stunde und würde auf 2 bis 3 Mal pro Stunde gehen, auch so wie wir hier das tun. Das sind mal die Grundvoraussetzungen. Wenn ich mir jetzt überlege, wenn mal 15 Fische, wenn die mal einigermaßen groß sind, 3 Kilo wiegen, dann haben wir irgendwo 50 Kilo Fisch. Wenn ich die auf Wachstum füttern möchte, dann sind wir irgendwo bei 1,5% an täglicher Zufütterung. Das sind 750 Gramm. Und 750 Gramm mögen natürlich auch nitrifiziert werden. Also das Ammonium, was daraus entsteht, sollte in Nitrit und das Nitrit sollte dann in Nitrat umgesetzt werden. Und da braucht es biologische Filterleistung und es braucht eine hohe Wasseraustauschrate. Wo ist der Unterschied zu einem Kleinbecken in einer Innenanlage im Vergleich zu einem Teich draußen? Gerade was die Wasseraustauschgeschwindigkeit angeht oder die 750 Gramm Filter angeht. Ganz einfach, man muss überlegen, die Fische atmen ja den ganzen Tag das Ammonium ab. Und das Ammonium muss ja erstmal zum Filter abtransportiert werden, dass es dort auch dann verstoffwechselt wird oder abgebaut wird. So, und wenn wir jetzt ein sehr kleines Volumen haben und da 750 Gramm füttern und die Fische im Aktivstoffwechsel tagsüber wie die verrückten Ammonium abarbeiten, dann sollte das möglichst schnell zum Filter abtransportiert werden und auch die Spuren an Nitrit, die vom Filter ja wieder zurückkommen, weil das Ammonium wird ja erstmal in Nitrit umgebaut und das Nitrit dann in Nitrat, auch das, was ins Becken zurückkommt, sollte möglichst schnell den Filterbakterien wieder angeboten werden. Und ich glaube, so versteht man das Thema am allerbesten, wofür die hohen Umwälzraten verantwortlich sind, auch im Außenbereich, dass man einfach dafür sorgt, dass die Spuren an Ammonium und Nitrit, die im Tagesverlauf entstehen, dass die möglichst gering, möglichst minimal gehalten werden. Natürlich, wenn ich jetzt sagen würde, ich tausche das Becken nur alle 2 Stunden einmal aus, also eine Wasseraustauschrate von 0,5 Mal pro Stunde, dann kann es mitunter auch sein, dass ich morgens immer einen Nitritwert und einen Ammoniumwert von nahe 0, vielleicht 0,05, 0,1 messe. Aber würde ich jetzt im Tagesverlauf alle Stunde mal messen, dann würde ich feststellen, hoppla, im Aktivstoffwechsel, dann wenn auch die Fische am meisten Sauerstoff brauchen, dass dann die Werte vielleicht auch die Grenzen von 0,2, 0,3 mal kurzfristig übersteigen. Und das sind einfach diese dauerhaften Stressfaktoren. Und diese dauerhaften Stressfaktoren sind für Koi einfach langfristig schädlich. Ich sage immer, man kann Koi mal auf 0,5, man kann sie auf 1 Milligramm Nitrit schwimmen lassen, insbesondere dann, wenn man ein bisschen Salz ins Wasser tut, um die Nitritgiftigkeit für den Fisch herabzusetzen. Aber was kurzfristig nicht tötet, heißt nicht, dass es langfristig nicht am Koi auch einen Schaden anrichtet. Und wir haben es ja schon oft erzählt mit den Stressfaktoren. Stress ist immer ein Summenparameter. Da kommt das Nitrit dazu, dann kommt vielleicht schlechte Sauerstoffwerte dazu, dann kommt ein bisschen Ammonium dazu. Dann vielleicht, wenn man zu wenig Wasserwechsel macht, hat man auch noch fäkale Belastungsparameter. Allen voran das Phosphat, was da nach oben geht. Und irgendwann ist die Kondition des Wassers einfach nicht mehr die, die der Koi braucht, um selber bei guter Kondition zu bleiben. Ich sage immer, die Kondition eines Koi ist immer nur das Spiegelbild der Kondition des Wassers. Und wenn das einfach nicht mehr passt, dann kommt es irgendwann mal zum Krankheitsausbruch. Und jeder, der in so kleinen Anlagen relativ viel füttern möchte, wird merken, dass die 2 limitierenden Faktoren, denen man dabei am schnellsten begegnet, ist der Sauerstoff. Man muss ganztägig den Sauerstoff reinbringen, gerade dann tagsüber. Meistens haben die Innenhälterungen große, hohe Temperaturen. Wenn man die Fische füttert, wenn sie stark gefüttert werden, dann brauchen die Koi extrem viel Sauerstoff, die Filterbakterien brauchen extrem viel Sauerstoff. Und deshalb ist es auch notwendig, dass man wirklich
im Tagesverlauf sich mal ein Diagramm macht, wie verhalten sich eigentlich die Werte. Und da wird man merken, da ist der Sauerstoff recht schnell ein Faktor, wo man sich die Frage stellt, ja, wie kriege ich jetzt den ganzen Sauerstoff in das Becken rein, das die Koi brauchen. Und manche Anlagen kommen dann auch gar nicht mehr über die Zuführung rein Sauerstoffs umher. Da könnte man dann mit einem Sauerstoffkonzentrator arbeiten, aber den natürlich auch immer in den entsprechenden Wartungsintervallen warten lassen, dass er auch tatsächlich den Sauerstoff produziert, den ich brauche. Und zum anderen ist es der pH-Wert. Wenn ich hier am Becken mit 1 Kilo am Tag fütter, 5 Kubik, wir haben eine Ausgangshärte, Carbonathärte von 7 und ich würde eine Woche nichts tun, wäre nach einer Woche die Carbonathärte bei 0. Warum wäre sie bei 0? Und man muss sich überlegen, wir haben ja hier nicht mal Algen, also die biogene Entkalkung, also die Carbonathärte, die in Außenbereichen häufig auch von Algen aufgezehrt wird, den Faktor haben wir gar nicht. Bei uns sind es schlichtweg die Filterbakterien. Die Filterbakterien brauchen, um sich zu verdoppeln, um neue Kulturen zu bilden, brauchen die Carbonathärte. Die ziehen sie aus dem Wasser. Man muss sich überlegen, Ammonium und Nitrit haben selber keinen Kohlenstoff im Molekül, aber die Bakterien benötigen für die Zellteilung den Kohlenstoff und den holen sie aus der Carbonathärte. Und darum ist es in Innenhälterungen, wenn man extrem füttert, unbedingt notwendig, permanent den pH-Wert zu kontrollieren. Wir machen das hier täglich. Das ist unser täglich Arbeitsbrot, das wir hier vollziehen müssen. Und wenn man merkt, dass der pH-Wert unter eine selbstdefinierte Grenze, bei uns ist es 6,7, 6,8 im Moment, wir sind etwas nach unten gegangen. Wir waren früher bei 6,9 oder haben gesagt, wenn der pH-Wert unter 7 ist, dann arbeiten wir mit Calciumcarbonat, um die Geschichte wieder aufzuhärten, um zu verhindern, dass wir den klassischen Säuresturz bekommen. So, und Klaus, vielleicht als Allgemeinrat, ich habe jetzt gesagt, 5 Kubik wären für 15 Fische gut. Wenn du die gleiche Anlage in 10 Kubik bauen würdest, dann ist es natürlich für die Koi besser und vor allem für dich im Management. Das heißt aber nicht, dass es in 5 Kubik für die Koi schlecht ist. Nein, wenn ich es schaffe, so wie ich gerade gesagt habe, mit extrem großen Biofiltern, extrem hoher Wasseraustauschrate, dem Zuführen reinen Sauerstoffs und der täglichen Kontrolle des pH-Werts und gegebenenfalls einer Aufhärtung des Wassers, dann ist die Wasserqualität im 5-Kubik-Becken genau gleich gut wie in einem 10-Kubik-Becken. Nur im 10-Kubik-Becken musst du natürlich nicht ganz so häufig schauen. Natürlich, du musst schauen, aber es wird für den, der es tut, vom Management her einfach etwas stressfreier. So, Klaus, ich würde mich freuen, wenn das Projekt fertig ist. Schick uns mal ein paar Bilder, sag mal, wie es geklappt hat und wie deine Erfahrungen sind im Management. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen, machen Sie es gut und bis die Tage. Ciao.